Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Ein einfaches Modell. Er sieht so ziemlich alle Arbeiten aus. Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Ich zahle nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Er macht absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie. Das war's schon. Kann ich ihn mitnehmen? Ja, gleich hier drin. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Und damit willkommen, TubeTube, zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Ich wollte während der ganzen Sequenz jetzt gerade nichts sagen. Eigentlich wäre die sogar ja was für die erste Folge gewesen. Aber was soll's. Das kleine blonde Mädchen da gerade, das haben wir doch auch in dem Laden da gesehen. Guck mal. Da ist doch schon wieder was. Tech Addict. Also der Techniksüchtige. Geheimnisse von Androiden, wie CyberLife seine Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Wow, das würde ich ja zu gerne sehen. Oh, guck mal, das... Ach so, das ist eine elektronische Zeitung, verstehe. Green Earth, Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad angestiegen. Klimawandel, wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Ja, das wird uns definitiv noch bevorstehen. Ich guck gerade mal ganz kurz.
steht denn hier so? Ja, das ist definitiv auch, wird ein wichtiger Teil dieses Spiels sein. Sachen angucken und lesen, weil wir wollen ja immerhin auch so ein bisschen verstehen, was in dieser Welt los ist. Und wie wir erste Folge gesehen haben, kann in bestimmten Situationen eine Information schon einen entscheidenden Unterschied machen. Also von daher, Geheimnisse von Androiden, ja, das kennen wir schon, die Überschrift. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für CyberLife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei CyberLife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, ja, das sogenannte Uncanny Valley, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Ganz kurz, vielleicht darf ich mal klugscheißen, Uncanny Valley nennt sich das. Das ist ganz einfach, wenn etwas... Normalerweise ist es so, je menschlicher etwas ist, was wir vor uns sehen, also zum Beispiel ein Film, desto eher akzeptieren wir das als Menschen. Ne? Also zum Beispiel Star Wars, wenn wir da R2-D2 haben, der ist halt optisch überhaupt nicht menschlich, hat zwar in einigen Stellen in den Filmen einige menschliche Eigenschaften, wie Humor zum Beispiel, deswegen sind wir bereit, ihm, sagen wir mal so, zu 10% eine gewisse Menschlichkeit zuzugestehen, aber insgesamt sagen wir, es ist kein Mensch. C-3PO dagegen schon eher, weil der schon ein menschliches Äußeres hatten. Das geht dann so weiter hoch, bis wir dann halt irgendwann bei einem echten Menschen sind. Aber kurz vor dem richtigen Menschen bricht diese Akzeptanz auf einmal ein. Das bedeutet, wie zum Beispiel in dem Film Beowulf, wenn uns da etwas Künstliches, eine künstliche Kreation, zum Beispiel was Computeranimiertes, als echter Mensch verkauft wird, der aber eindeutig keiner ist, dann erkennt unser Gehirn das anhand von kleinen Unterschieden, kleinen Ungereimtheiten, und ja, sagt sich dann automatisch, ey, ihr wollt mich doch hier verscheißern und ja, wie gesagt, akzeptiert das dann auf einmal nicht und fühlt sich unbehaglich. Und so ist das wahrscheinlich dann auch hier bei solchen Androiden. Weiter im Text. CyberLife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden könnten. Wie das funktioniert, haben wir ja gesehen. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierten tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig. Zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation eines Menschen bis in Details, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter CyberLifes Designerfolg. Ja. Also gerade das mit dem Zwinkern ist zum Beispiel so ein Aspekt, wo Menschen unbewusst drauf achten. Wir zwinkern nie gleichzeitig mit beiden Augen, also wirklich exakt synchron, sondern es ist immer so mal ein Augenlid, was mal so eine tausendstel Sekunde schneller runtergeht, aber wir nehmen das halt unterbewusst wahr. Klimawandel. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass mit dem Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen und die Reichen Amerikas einst blühende Küstenstädte verlassen. Immobilien an der Küste in ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine Angstflucht, denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in größerer Höhe vor. Das treibt die Preise in ländlicheren Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht weniger attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurrikanen und anderem extremen Wetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reicheren Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, Spezialist für Stadtentwicklung, nennt das den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderung auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Es verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch das soziale Gefüge unserer Nation. Ja, momentan hat leider überhaupt keiner Bock, was dagegen zu machen und so wird es wahrscheinlich leider auch bleiben. Also an der Stelle schon mal sorry an meine Enkel, falls ihr das ja eines Tages mal seht hier auf euren holographischen Brillen oder was auch immer es dann gibt. Oh. Oh, Android geht sogar mit Joggen. Kann ich mich hier hinsetzen, Kumpel? Was geht? Hallo? Hallo? Okay, ich gehe lieber, ehe ich verprügelt werde. Was haben wir denn hier noch? Ein Kindergarten.
Aber hier werde ich abgeblockt. Kann ich hier? Nein, ich kann hier definitiv nicht durchgehen. Aber das ist also die Zukunft. Androiden gehen mit den Kindern in den Park, während die Eltern zu Hause... Ja, strengt mal eure Fantasie an. Was haben wir denn hier? Oh, ein junges, verliebtes Paar. Hi. Was ist denn hier los? Hä? Hallo? Android Work Ahead. Ah, okay. Aber der Typ mit der gelben Weste ist echt. Ja, und das ist natürlich ein gewaltiger Nachteil für die ganze Gesellschaft hier, dass eben gerade solche Arbeiten eben dann von Androiden übernommen werden, weil die werden halt einfach nicht müde. Bei körperlicher Arbeit ist das echt ein unschätzbarer Vorteil. So, was haben wir noch? Ist hier drüben noch was? Ich will mir alles angucken. Das ist... Oh, Androids ruin our country, we want jobs. Ja, genau das, was ich sagte. Hier drüben bettelt jemand und auf der anderen Seite verrichten gerade Androiden die Arbeit, die sie hier machen könnte. Oh Mann, hat sie denn wenigstens ein bisschen Geld gekriegt? Alter Schwede. Das ganze Leben in einem Einkaufswagen. Und hier geht's auch nicht lang. Na gut. Hä? Na. Na gut. Gehen wir mal weiter zu Bellini oder was auch immer. Deliver US. Aha. Zalando-Boten sind jetzt neuerdings in gepanzerten Gefährten unterwegs. Warte auf grünes. Oh, guck mal. Hä? Hallo? Bewegst du dich mal? Das grüne Licht ist jetzt auf der Straße. Wow. Das ist aber mal topmodern hier. Was ist denn hier? Android Temporary Parking. Okay, da kann man seine Androiden abstellen. Aber krass, ey. Alter, was... Dass sich das so viele leisten können, jetzt mal ohne Witz. Ich will auch was essen. Um GPS zu verwenden? Achso, ja, irgendwie da hinten. Ich will mir eigentlich alles angucken. Denn dafür sind solche Missionen, solche Sequenzen da, das kenne ich schon. Lauf ein bisschen rum und guck dir einfach mal alles an. Was ist los? Hi. Ein Hotdog bitte und eine Brezel. Bist du taub, du Plastikmüll? Ich sag dir weg da! Ich bin kein Plastik. Ich bin aus Edelmetall und so Dingsbums. Ich habe keine Ahnung, woraus werden die überhaupt gebaut? Wahrscheinlich das gleiche Zeug, was sie in Filmstudios benutzen hier, um Masken herzustellen. Oh. Und da hören wir auch ein kleines bisschen zu. Es wird ein bisschen ruhiger hier zugehen. Da müsst ihr leider mit leben, wenn ihr hier auf meinem Kanal guckt. Aber ich bin natürlich dankbar für jeden, der dran bleibt. Human Music. $1 to hear music with soul. Take a breath and step in. You're blown through the city. Everyone keeps asking me 20 cents and pity. Baby, please think of me. Yesterday was blue skies and bicycles, and I miss you already.
your silhouette. Motown rain fall on me again. Ja, wirklich gut gemacht. Ich mag sowas in Spielen. Aber ich gehe jetzt mal weiter, ich noch ein bisschen übertreibe hier. Ihr sollt ja auch noch ein bisschen was im Spiel sehen, ne? Aber wie gesagt, mir gefällt sowas und ich finde, ich denke mal, wenn ihr euch das hier anguckt, dann gefällt euch sowas auch. Deswegen will ich das unbedingt zeigen. Okay, hier gibt's auch noch mal Hot Dogs. Und hier gibt's eine Demo. Ja, das ist die Pegada, die Patrioten gegen die Androidisierung des Abendlandes. Da habe ich direkt mal einen politischen Joke gemacht, ne? Der nicht lustig war, ich weiß. Ja, aber hey, jetzt mal, also ich meine, die Androiden sollen den... Was ist denn los? Motivationscoach, ja? Doch sie zeigen nur das Dunkle unserer Seelen. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Da hat er vielleicht gar nicht so unrecht. Immerhin ist das ja einer der Hauptcharaktere des Spiels. Kann sein, dass wir ein, zwei Sequenzen weiter hier schon alles in Brand stecken, nicht wahr? Ja, aber nochmal zurück zu dem Ding. Also Androiden bauen, die euch dienen sollen, aber sie sollen euch nicht ersetzen. Okay, aber was sollen die denn dann machen? Sollen die auf der Baustelle schon mit rumstehen, aber einfach bloß einen Lappen halten und denen mal die Stirn abwischen, wenn sie schwitzen? Ich meine, das ist doch klar, wenn man so eine Erfindung macht, dass das dann dazu führt. So, ist hier vielleicht noch was? Hier sollen wir hin. Ich gucke nur nochmal ganz kurz, ob es hier noch was gibt. Hier ist noch ein Obdachloser. Ich würde ja gerne was geben, Kumpel, aber ich habe kein Geld dabei. Denn ich bin ein Android und Menschen haben mir den Arbeitsplatz geklaut. Was zum Fick rede ich da? Okay, gehen wir mal in den Laden. Und machen, wozu wir hier sind. Sieht aber echt schön aus, so mit den Farben im Hintergrund. Hi, halt. Da. Bellini Paints. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Der Typ ist irgendwie weird. Zahlung bestätigt. Okay, PayPal haben sie auch im Kopf eingebaut. Verkauf abgeschlossen. Alter, krass. Ist schon irgendwie cool, oder? Durch die... Also der Typ hier... Der Ladenbesitzer hat einen Androiden als Verkäufer hingestellt und er wird zum Abholen hingeschickt und dadurch entstehen praktisch diese Android-zu-Android-Interaktionen. Ja, ist schon irgendwie krass, aber hier laufen auch gefühlt mehr Androiden rum als Menschen, oder? Und du weißt es halt auch nicht. Ich meine, klar, wenn die... Gut, Androiden haben halt so leuchtendes Zeug an sich dran. Aber das ist halt auch... Also schon irgendwie bisschen beängstigend schon. Aber man muss es an der Stelle sagen. Man muss es wirklich sagen. Die Menschen haben Menschen geschaffen. Künstliche Menschen. Wollten mal wieder Gott spielen. Und jetzt bezahlen sie ganz einfach den Preis dafür. Mehr nicht. Wo willst du hin, Blechbüchse? Ich muss den Bus kriegen da hinten, ganz dringend. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Schneller!
Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Was ist das für eine bescheuerte Einstellung? Das ist so der Moment, wo Leute vor Wut nicht mal mehr wissen, was sie sagen sollen. Ich verpasse euch gleich eine. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Mir? Eine Lektion. Gibt es ein Bußgeld. Ich bin der programmierte Roboter, der einfach nur macht, was ihr uns sagt. Also, wow. Ja, ist schon ein bisschen so wie die ganze Ausländerproblematik momentan. Android Area. Ich gehe in die Menschen Area. Ich bin Human. Ach so, okay, schade. Betrieb. Das wiederum erinnert sehr stark an die Apartheid. Getrennte Busse und so. Ich meine, klar ist schon nochmal ein bisschen was anderes, weil es ja hier um Maschinen und Menschen geht, aber naja. Das ist eine der Fragen, um die es hier im Spiel geht. Was macht eigentlich einen Menschen aus? Ist da ein Körper aus Fleisch und Blut wirklich notwendig oder nicht? Was sind Kabel letzten Endes schon anderes als Adern? Was ist ein Prozessor schon anderes als ein Gehirn, hä? Das sind so Gedanken, die man haben sollte. Und das haben wir hier. Ich habe anscheinend alles angeguckt. Das ist schön, dann weiß ich schon mal, dass ich hier nichts verpasst habe. Und das passt auch zeitlich gerade ganz gut zum Aufhören. Das heißt, ich hoffe, ihr hattet wie immer ein kleines bisschen Spaß bei dem, was ich hier mache. War jetzt eher so eine Anguck- und Kennenlernrunde, aber wir wissen jetzt schon mal so ein bisschen, wie es steht hier in dieser Welt und aus den Trailern weiß ich ja schon und ihr eigentlich auch schon aus dem Abspann, den ich hierfür gemacht habe, dass Markus definitiv noch eine sehr große Rolle bei dieser ganzen Androidenrevolution so spielen wird. Aber naja, das kriegen wir dann schon mit, nach und nach, Folge für Folge in den nächsten Wochen. Lasst mir bitte noch eine Bewertung da, das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten und viel Freude machen. Noch besser wären nette Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Haut rein!